jedes Jahr. So ist es. Ja, und ein paar Leute haben schon in die Kommentare geschrieben, so herzlichen Glückwunsch, Kiki. Wir gibt's Glück zum Geburtstag, Kiki. Dankeschön. Vielen lieben Dank, wirklich. Ja, und noch ein großes Dankeschön geht an, ich glaube, der heißt Leon, bin aber nicht 100% sicher, für die kleine Support-Donation. Mega lieb von dir. Ja, auf jeden Fall. Großes Dankeschön. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall. Ja, also ich hatte letzten Monat Geburtstag und deswegen habe ich gedacht, ey, ich zeige euch ein paar Sachen, die ich bekommen habe. So. Eins von den Dingern, was viele in meinem Leben machen, wie meine Omis, also meine Omis machen das ganz oft, die haben mir einfach Geld gegeben, mit so Briefumschlag, so, bitteschön, ich weiß nicht, was ich dir kaufen soll, hier ist Geld, ich so, okay, danke, ihr müsst mir nicht Geld geben, aber okay, dankeschön. Und meine Omis sind ja so altmodisch und die schicken immer auch so süßen Karten und so. Karten. Mit K, nicht mit G. ja, Karten. Ja. Und meine Oma schreibt noch so Gedichte drin und so. Das ist immer so. Oh, so voll süß. Und meine Mama fragt immer, was ich haben will. Also sie ist und dann ist so, ja, ich weiß nicht, so. Ich weiß nicht. Und meistens, was die mir kauft, ist einfach, die bezahlt mir ein Flugticket. Also entweder nach Deutschland oder nach Estland oder so. Und ja, die habe ich auch schon eingelöst. Also ich habe schon benutzt. Die hat mir schon eins gekauft. Und dann, alles kann ich nicht zeigen, weil ich alles nicht hier habe. Aber, ups. Ah, übrigens, meine Mutter ist mich besuchen. Wenn ihr so Geräusche von Küche oder so hört, dann, die ist da. Die sind nicht Geister. Also, wir fangen damit an, was meine Schwester mir geschenkt hat. Ich glaube, es hört sich so deutsch an. Es ist ein Deo. Ich habe es noch nicht aufgemacht, weil ich meine alten Sachen erstmal benutzen möchte. Und dann, wenn die leer sind, mache ich das auf. Aber es ist so ein Deo von Löwengrip. Und das ist ein Deodorant. Aber, also, hier hinten ist auf jeden Fall ein estnischer Sticker drauf. Und es sagt, das ist in Schweden gemacht. Und hier steht nichts Deutsches gerade dahinter. Aber ich habe gedacht, so Löwengrip. Löwen, Löwe. Ist irgendwie Deutsch, oder? Auf jeden Fall, sie hat das Gleiche. Sie benutzt das gleiche Deo. Und das riecht schon nice, sag ich mal so. Und dann hat sie mir so ein Bodylotion geschickt. Habe ich auch noch nicht aufgemacht, weil ich halt einfach erstmal meine anderen Sachen benutzen will. Weil sonst habe ich irgendwie so 5 Creme offen, die gehen schlecht. Ja, das will ich vermeiden. Und das ist auf jeden Fall, das ist eine Essnisser-Firma übrigens. Hier ist die Frau drauf. Die ist so eine Halb-Influencerin. Und es ist 200 Milliliter und es ist
was das ist. Ich glaube, viele wissen. Also viele Mädels. Ist ein Parfüm. Also die sind sehr, sehr, sehr berühmt. Und das ist die kleine Version. Ich glaube, das ist 30 Milliliter oder 50. Ne, ich glaube, das ist 50. Steht das hier? Ja, okay, ich kann es gerade nicht sehen. Ich meine, es ist 50. Und weil ich so viele Parfüms habe und ich war so, ich kaufe mir keinen neuen, ne? Deswegen habe ich gesagt, so, wenn sie mir Parfüm schenken will, dann bitte sowas Kleineres. Weil später gefällt mir es gar nicht oder so. Und dann habe ich so eine große Flasche da stehen und muss es irgendwie benutzen. Ist ja auch nichts in der Sache. Aber das riecht. Sieht so aus. Man macht hier so. Psch, 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 psch. Es riecht nach. Es riecht richtig süß und blumig. Ich find's mega schön. Ich hasse die Packung, aber ich hasse es. Also wirklich. Bitte können wir nicht Schuhe haben, können wir was anderes bitte haben. Das wäre toll. Also, übrigens, ich hatte letzte Woche Corona. Und zum Glück hatte ich dieses Ding hier, Otrivin. Ich glaube, das gibt nicht in Deutschland. Ich habe das von Estan mitgekauft damals. Es ist so Nasenspray mit Menthol drin. Und wenn du es so benutzt, so psch, psch, ja, du hast gefühlt, du siehst Gott. Wirklich, das ist so stark, Leute. Es ist wirklich, wirklich stark. Ja, aber es hilft. Aber man darf es nicht länger als 4 Tage benutzen. Vor ein paar Jahren habe ich ein Nasenspray fast 2 Wochen benutzt. Nasenarzt hat ich habe wirklich gedacht, mein Nasenarzt schlägt mich. Also Nasenarzt. Der hat mich fast angeschrien. Ich so, ja, aber ich konnte nicht. Ich war so richtig süchtig nach. Mein Apotheker sagt, nicht mehr als 5 Tage. Dürft ihr auch nicht. Ohne Scherz. Kein Risiko eingehen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und dann habe ich noch einige Schminksachen geschenkt bekommen. Eins von denen ist diese Puder. Noch wieder ein Puder. In meinem letzten Video habe ich auch Puder gezeigt. Es ist aber ein anderer Puder. Also ein anderer Typ von Puder. Mädels wissen. Und es ist von Charlotte Tilbury. Es kann sein. So. Wow. Langweilig eigentlich, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, von Dorian. Und es ist so eine Lippersens. Es sieht wie so Vaseline, aber auch nicht Vaseline. Aber es hilft meine Lippen, es rettet die, es macht alles, was ich will, dass ein Lippen macht. So. Ich habe zum Glück zwei davon. Weil jedes Mal, wenn ich von so Korea bestelle, es dauert ungefähr einen Monat oder so, bis die ankommen. Und deswegen ist das super, dass ich davon zwei habe. Aber wirklich, also bin ich gesponsert oder so. Aber das, ich finde das mega, wirklich. Und, oh mein Gott, Leute. Das ist, okay, jetzt die coolste Ding. Die coolste Ding. Ich schwör's euch. Die coolste Ding. Ah, übrigens. Der Ring habe ich mir auch neu gekauft. Ist so ein Silberring, aber ihr könnt es nicht sehen, weil es hier so dunkel ist. Es ist so. Gold und Silber. Ich träge so gerne so Schmucksachen. Aber ich darf nicht so viel kaufen. Kennt ihr das? Aber okay. Warte. Erstmal das uncoole Ding und dann das coolste Ding. Kleines Quiz, Leute. Weißt ihr, was das ist? Weißt ihr, was das ist?
Ich sag QR-Code. Interessant, wenn ich so rum.